logisch. Nächster Punkt. Beziehung von Licht und Sonne. In Genesis 1 steht, wie ich eben schon erwähnt habe, das Licht wurde am ersten Tag erschaffen, aber die Sonne und die Sterne wurden erst am vierten Tag erschaffen. Wir wissen, Licht und Sonne kommt von Licht kommt doch von Sonne und Sternen, oder? Ist es nicht so? Da braucht man sicherlich ein Argument für. Zweitens, Tag und Nacht. Tag und Nacht werden am ersten Tag erschaffen, aber die Erde erst am dritten Tag und die Sonne am vierten Tag. Wie soll es Tag und Nacht geben? Wurde zugeknipst mit dem Lichtschalter, oder? Wie soll Tag und Nacht sein, wenn es keine Erde gibt und wenn es keine Sonne gibt? Dann. Viertens, Pflanzenwuchs. Pflanzen, was brauchen Pflanzen zum Wachsen? Wasser, Erde und was noch? Was? Licht? Masha'Allah. Okay, die Pflanzen wurden am dritten Tag erschaffen, die Sonne erst am vierten Tag. Wasser? Sprudelwasser, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, das Wasser war schon vorher da. Aber die, wie gesagt, das Pflanzenwuchs, am dritten Tag Pflanzenwuchs, am vierten Tag erst die Sonne. Dann könnte natürlich jemand sagen, ja okay, 24 Stunden kann eine Pflanze bestehen. Aber dann hätten wir das Problem, dass die Erde in 6 Tagen ab 24 Stunden erschaffen wurde. Das würde auch der modernen Wissenschaft widersprechen. Im Koran steht auch, die Erde wurde in 6 Tagen erschaffen, aber Tage kann im Arabischen auch bedeuten, lange Periode. Alhamdulillah. Jetzt, fünftens, Judas, steht in Matthäus 27, Vers 4, dass Judas sich, er hat das Geld bekommen, ich mache das mal ein bisschen vor, kann ich mich ein bisschen bewegen hier? Er hat das Geld bekommen, dafür, dass er Jesus verraten hat, ja, hat er das Geld bekommen und dann hat er ein schlechtes Gewissen. Dann hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Hat er ein schlechtes Gewissen gehabt? Dann ist er zu den Pharisäern gegangen im Tempel und hat gesagt, hier bitte, ich will mit dem Geld nichts mehr zu tun haben, nimm das Geld zurück. Da haben sie gesagt, was haben wir damit zu tun, das ist dein Problem. Und dann hat er das Geld genommen, hat es in den Tempel geschmissen und er ging und er hang sich. Er hang sich. Erhängen heißt, beim Hängen gestorben. Aufhängen heißt, du hast dich aufgehangen, vielleicht kommst du runter, vielleicht nicht. Das eine ist explizit, erhangen, gestorben. Das andere ist aufgehangen, vielleicht stirbt er nicht. Erstochen heißt gestorben, angestochen heißt, der kommt nochmal ins Krankenhaus, vielleicht stirbt er, vielleicht überlebt er. Er hat sich erhangen, ist dabei gestorben. Wenn der Körper erstmal tot ist, ja, und der Ast ist noch nicht gebrochen, weil du dich bewegt hast und gezappelt hast, dann bricht der Ast auch nicht mehr. Aber, so, das war die erste Sache. In Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, derselbe Judas hat dieses Geld genommen, hat das nicht weggeschmissen, sondern hat sich davon einen Acker gekauft. In Matthäus steht, Matthäus 27 steht, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sich den Acker gekauft haben. Und er ist nicht auf dem Acker, hat sich nicht erhangen, sondern er ist hingegangen und ist hingefallen, sein Leib barst einer auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. Wie will man diesen Vers zusammenbringen? Man wird gesagt, ja, der hat sich erhangen, da ist der Ast gebrochen und dann ist er vorne übergestürzt und die Eingeweide fielen hinaus. Erstens, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich an einem Zweig erhängt und wenn er sich erhangen hat und ist erstmal fest, dann bricht der Ast auch nicht mehr. Zweitens, hat er sich direkt danach erhangen und hat das Geld nicht mehr aufgesammelt. Drittens, er wollte mit dem Geld nichts mehr zu tun haben und hier haben es die Schriftgelehrten genommen und da hat er es selber gekauft. Jetzt sagt jemand, ja, dieser Kauf wurde ihm zugeschrieben, weil das Geld ihm gehört. Ist totaler Quatsch. Ich kann zu jemandem sagen, hier bitteschön, nimm mein Geld, nimm das Geld und kauf mir etwas davon. Da kann man sagen, ich habe das gekauft. Wenn ich zum Beispiel meinem Freund das Geld gebe und sage zu ihm, hol mir mal eine Currywurst, aber Halal Currywurst vom Hähnchen, dann kann ich sagen, ich habe das gekauft, auch wenn ich ihm nicht das Geld gegeben habe. Aber wenn ich zu dem sage, ich will das Geld nicht, schmeiße ihm das ins Gesicht und er kauft dann eine Currywurst, dann kann man nicht sagen, ich habe die Currywurst gekauft. Also mit anderen Worten, man kommt aus diesem Widerspruch absolut nicht raus, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Dann, das nächste Problem. In Matthäus 17, 10 bis 13 steht, dass Jesus sagt, dass Johannes der Täufer, Jahja, der wiedergeborene Elias ist. In Johannes 1, Vers 21 wird Jahja gefragt, Johannes der Täufer gefragt, bist du der Christus, der Messias? Er sagt, es steht dort, er gestand und leugnete nicht. Was heißt er gestand und leugnete nicht? Er sagt die Wahrheit.
Er sagt nicht, er wusste nicht, was er erzählt oder war betrunken gewesen. Er sagt, er gestand und leugnete nicht. Sie sagten, bist du der Christus? Bist du der Messias? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Bist du der geborene Elias? Was hat Jesus gesagt? Matthäus 17, Vers 10 bis 13. Jesus hat gesagt, er ist der wiedergeborene Elias. Was sagt Johannes der Täufer? Prophet? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Weiß er nicht, wer er ist? Oder widersprechen die? Dann widersprechen die sich hier. Dann wird er eine dritte Frage gestellt, laut Bibel, und wird gefragt, bist du der Prophet? Hier soll die Frage sein, auf welchen Propheten nach dem Propheten Jesus, Isa, haben die Juden damals gewartet? Auf welchen? Das nur mal nebenbei. Nächster Punkt. Schwert. In Matthäus 26, Vers 52 steht, dass Jesus sagt, wer das Schwert ergreift, wird mit dem Schwert umkommen. Von vielen Christen wird das genutzt, wird gesagt, guck mal, Mohammed hat Kriege geführt. Jesus hat gesagt, wer das Schwert ergreift, wird mit dem Schwert umkommen. Guck mal, wie schön das ist, ergreift kein Schwert. Wir sagen auch, ergreift kein Schwert. Aber was ist, wenn zu dir jemand nach Hause kommt, vergewaltigt deine Frau, tötet deine Kinder und will dich danach auch noch töten? Was sagst du dann? Hier kannst du meine andere Tochter auch noch haben, meinen Sohn kannst du auch noch töten. Oder nimm in diesem Fall das Schwert. Oder Tränengas. Oder du rufst die Polizei. 110. So, also hier sagt er, wer das Schwert ergreift, wird mit dem Schwert umkommen. Jetzt, in Lukas 22, Vers 36, was sagt er dort? Dort sagt er zu den Jüngern, kauft euch ein Schwert. Hier sagt er, wer das Schwert ergreift, wird mit dem Schwert umkommen. Hier sagt er, kauft euch ein Schwert. Muss man sich selber beantworten, ob das kein Widerspruch ist. Dann, Esra 3 und Nehemia 7. Oder Esra 2 oder Esra 3, Nehemia 7. Hier werden die Israeliten beschrieben, mit ihren Stämmen und Familien, die aus Babylonien, wieder aus babylonischer Gefangenschaft, aus dem babylonischen Exil ausgewandert sind. Wenn man sich die Zahlen ansieht, gibt es insgesamt zwischen diesen zwei Kapiteln 18 Widersprüche. Und in beiden Kapiteln steht, dass insgesamt die Zahl 42.360 Menschen waren. Aber wenn man Esra addiert, plus addieren heißt plus nehmen, dann kriegt man am Ende 29.818. Also nicht 42.360, sondern 29.818. Und bei Nehemia bekommt man 31.089. So, dann. In Psalm 75, Vers 3 steht, dass die Erde Säulen hat. Die Erde hat Säulen. Und in 1. Samuel 2, Vers 8 in der katholischen Bibel wird das genau erklärt. Weil in Jesaja steht, und da sagen die Christen, guck mal, da sagen Missionare drüber, guck mal, das heißt, Jesaja steht, Gott war über dem Erdkreis. Aber was ist ein Erdkreis? Ein Kreis ist zweidimensional. Ein Kreis ist nicht dreidimensional. Jeder, der Geometrie in der Schule hatte, weiß, ein Kreis ist zweidimensional. Wenn wir sagen, meine Kugel oder ein Ei ist dreidimensional, dann sagen sie, guck, der wusste schon, dass die Erde rund ist, subhanallah. Ja, rund heißt nichts. Okay, eckig war sie nicht, aber das heißt noch lange nicht, dass sie eine Sphäre war, sphärisch. Dann, in 1. Samuel 2, Vers 8 in der katholischen Übersetzung steht was? Dort steht, Gott hat den Erstkreis gegründet und die Erde steht auf Säulen. Das heißt, wir haben einen Kreis und darauf steht die Erde auf Säulen. Dann, wie viele Wagenkämpfer? In 2. Samuel 8, Vers 4 sind es 1700 Wagenkämpfer und 1. Chronik 18, Vers 4 sind es 7000 Wagenkämpfer. Das sind 10 Punkte, die ich einfach mal erwähnen wollte. Ich will damit keinen beleidigen. Jeder soll sich selber Gedanken darüber machen. Vielleicht hat er Antworten darauf, vielleicht auch nicht. Das ist offengestellt. Aber für mich sind das natürlich Dinge, wo ich sage, selbst wenn die Qumran-Rollen richtig wären, könnte ich das nicht als das reine Wort Gottes akzeptieren. Jetzt zu Voraussagen in der Bibel. Ja? Wir haben also im Koran ganz eindeutige Hinweise. Zum Beispiel in Sure 7, Vers 157. Diejenigen, die an den Propheten glauben, den Gesandten, der nicht lesen und schreiben kann, den sie bei sich im Buch vorfinden. Und viele andere Verse. Wir haben... Und wir wissen aber, dass einiges in der Bibel verfälscht ist. Deswegen, wenn wir jetzt Hinweise in der Bibel finden, wir machen uns auf die Suche, wir analysieren, die auf den Propheten Mohammed hinweisen, dann kann nach